Die Webseite für das Projekt Korrespondierende Wissenschaft beinhaltet diverse Suchfunktionen und Visualisierungen, mit denen sie die eingegebenen Dokumente aus verschiedenen Perspektiven zeigt. Neben einer Default-Suchfunktion, wie man sie von anderen Seiten kennt, gibt es je nach Anwendungsfall weitere Möglichkeiten, die vorliegenden Daten zu durchstöbern. Es können also nicht nur Textstellen gesucht werden, sondern unter anderem auch Dokumente, in denen Personen oder Korrespondenzen vorkommen. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, direkt die registrierten Entitäten zu durchstöbern und so ohne eine Suche Zugang zu den Daten zu finden. Zu allen Personen können dann Details angezeigt werden, die neben weiterführenden Links zu Portalen wie Calliope auch eine Auflistung der relevanten Dokumente und Visualisierungen speziell für diese Person of Interest enthalten. Neben der Darstellung der Dokumente gibt es auf der Projektwebseite unterschiedliche Visualisierungen der Daten. Im Mittelpunkt stehen die Netzwerke der vorliegenden Korrespondenzen als dreidimensionale Darstellung und als zweidimensionaler Graph. Wie auch schon die Suchergebnisse sind diese wiederum mit dem Datensatz verknüpft und Personen und Dokumente können hier weiter untersucht werden.